Wenn ich beginnen darf mit dem Wahlkampf, das ist mir ein großes Anliegen. Ja. Da gab es ja viele Leserbriefe auch dazu. Man muss wissen, dass dieses Haus keinen Denkmalschutz mehr hat. Das ist so in all den Jahrhunderten zusammengesägt worden. Also sind Fragen mit Stützen rausgekommen. Deswegen hat auch das Denkmalamt gesagt, kein Denkmalschutz mehr drauf. Es darf abgerissen werden. Es muss auch abgerissen werden. Also wenn Sie gucken Sie die Fassade mal genau an. Das sind immer wieder Hölzer, die einfach drauf genagelt wurden. We'll be right back.
Warum haben wir so lange gewartet mit der Sanierung? Vor allen Dingen des Bademeisterhäuschens, das sind also in der Jugenderinnerung war das ja Schwimmbad. Weil wir erstmal entschieden haben, wenn ein Hallenbad gebaut wird, wo soll das hinkommen? Und da hat dann der Gemeinderat lange diskutiert. Und wenn wir mal ein Hallenbad bauen sollten, soll das hier an diesen Standort kommen.